fliegendes Krokodil, das Ende wartet. Aber erstmal müssen wir das Level hier noch machen, Dornenlauf. Danach kommt der Boss erst. Haben sie nochmal so eins eingefügt. Hüpf. Und ich kann euch gleich sagen, ich werde das Level machen. Das wird schon eine Weile dauern, 10 Minuten oder so. Das ist gar nicht mal so leicht und kurz. Dann kommt der Boss. Boah, wie viele habe ich erwischt? Was ist hier? Ich habe irgendwie alle. Was ist das hier? Wow, das muss ein Bug gewesen sein, weil ich irgendwie ein bisschen raus bin. Normalerweise erwischt man einen, maximal zwei von denen. Also wie gesagt, ich mache das Level, dann mache ich den Boss, dann kommt ein Abspann. Der dauert halt auch so ein Zeitchen. Das dauert dann lang genug. Und dann mache ich hier erstmal Pause, aber das Video wird trotzdem weitergehen. Das schneide ich dann nämlich danach noch rein. Hilfe! Wow! Nach oben bitte. Haha. Beide auf einmal jetzt. Wie gesagt, danach kommt der Boss, der Abspann, und dann schneide ich einen Bonuskram rein, in Zeitraffer wahrscheinlich. Ein paar Sachen fehlen mir noch. Nicht so viele. Bin ich ganz froh drüber. Aber die fehlen mir noch, da muss ich gucken, wie komme ich jetzt. Da brauche ich Diddy. Ernsthaft. Ja, das hole ich dann, wie gesagt, im Zeitraffer dann noch. Jetzt mache ich einfach durch, weil ich jetzt schon beim Mittelfass bin. Da will ich mich jetzt nicht nochmal umbringen. Es wird jetzt schwer genug, noch gegen den Typ zu gewinnen. Hier gegen den Vogel. Wettrennen. Neue Musik, Achtung! Die ist ganz witzig. Schön abkürzen, muss man wissen. Yes! Da kommt ein Zeitraffer, was mir noch fehlt, dann ist Ende mit dem Video. Ich weiß nicht, ob ich das kommentiere, ich glaube eher nicht. Mit Musik vielleicht irgendwie so. Dafür halt beschleunigt. Da oben! Was ist das denn? Die will ich schon haben, ne? Bonusgame fehlt mir zwar, aber... Ja gut, jetzt habe ich so viel Zeit eingebüßt, den kriege ich jetzt nie nimmer. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es gehen kann. Aber es soll wohl sein, dass man das einfach nur nochmal machen muss. Ist wahrscheinlich so geplant. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Ich habe hier manchmal so einen Speed drauf. Hui. Wo ist der Vogel? Ist er vor mir noch? Oh, seht ihr mal? Ah, da ist er. Wow, wie ich da durchgeprescht bin. Das ist ja nicht mehr feierlich. Das ist feierlich, sagen wir es mal so. Da ist das G noch. Toll. Boah. Also manchmal überrasche ich mich selbst. Wie ich mich ständig selbst so beiräuche, das ist schlimm. Ich bin echt erstaunt. Ich bin vielleicht einmal nur so schlechten Skill von Haze und Dake gewohnt, weil ich das Let's Play ja öfter mal gucke. Das sind die halt irgendwie. Ne? Ich glaube, den. Ich hoffe mal, die sehen dieses Video und schreiben mir ein paar böse Kommentare drunter. Das wäre richtig cool. Dup-di-du. So, die Kelmins habe ich jetzt zum Glück. Da kann ich mich jetzt nur aufs Ziel konzentrieren. Ich denke mal, ein Bonusfass wird nicht mehr kommen. Es gab wohl nur diese Kugel, die ich mir dann halt später nach dem Boss hole. Weil ich dann nochmal von vorne anfangen muss, dieses Level. War ja vor dem Mittelfass. So, ein bisschen Speed geben. Ich habe ja zwei Kongs, also noch kann ich ein bisschen leichtsinnig rangehen an die Sache. Wir haben ja vorher gesehen, es geht auch mit einem Kong sehr schnell. Ja, das war jetzt nicht so toll. Bin ich dumm? Da war das Ziel doch da rechts. Bisschen übermütig. Ich freue mich halt, dass jetzt der Boss kommt und es dann endlich alles vorbei ist. Yes. Ganz cool. Ich weiß gar nicht, wie lange ich bei meinem ersten Let's Play für dieses Spiel gebraucht habe. 30 Videos, ja, aber wie lange? Ich glaube, einen Monat oder so habe ich mir Zeit gelassen dafür. Und hier spiele ich jetzt gerade alles an einem Abend hintereinander weg. Zeiten haben sich geändert, muss man sagen. Kaum kann man mehr als 11 Minuten hochladen auf YouTube. Naja, damals konnte ich schon 15 Minuten hochladen. Oktober 2010. Da ist das gerade erst eingeführt worden. Genau richtig zu meinem Start. Als hätten sie gewusst, jetzt fängt er an, jetzt müssen wir ein bisschen die Sperre erhöhen. Und kurz darauf ging ja dann auch unendlich. Von 15 auf unendlich. Nicht mal mehr Dateigrößen. Sperre gibt es, glaube ich. Es war ja mal 2 GB in dem einen Upload und im anderen mal 20 GB. Jetzt ist es auch, glaube ich, unbegrenzt. Wobei, irgendeine Sperre gibt es ja, glaube ich, schon noch an Dateigröße, aber eine ziemlich hohe. Noch höher als sowieso schon hoch.
war ja auch schon. Ach, das Ziellinie. Gut. Kriegst du noch? Yes, geil. Wieder 69. Das lief doch sehr prickelt, würde ich schon sagen. Sehr ordentlich, ja. Kongschule, speichern wir mal. 69 Leben, 69 Münzen habe ich. Ihr beeilt euch etwas, die Schule ist bald vorbei und ihr müsst noch etwas mehr lernen. Und muss ich das? Ich habe noch nicht einen Tipp von ihr geholt. Aber sie will natürlich beim ersten Mal schon eine Münze. Gleich will sie sogar zwei. Wie gesagt, der Boss wird mir jetzt 5% bringen, habe ich 73. Dann fehlen mir noch 2%, die kriege ich nach einem Level schon oder so. Also ich bin wesentlich kompletter als bei meinem ersten Let's Play. Und das in sogar kürzerer Zeit. Aber mal sehen, ob wir den hier gut schaffen. Der hat nämlich echt einiges auf dem Kerbholz. Und ist ja ziemlich gemein zu Donkey, dass der überhaupt noch lebt. Ich meine, wenn wir von der Kugel getroffen werden, hier Diddy oder Dixie, sind wir sofort tot. Und Donkey hält das einfach so aus. Der macht das gar nichts. Er ist einfach zu stark für dieses Spiel, deswegen darf man den nicht mehr spielen. Hüpf. So, der hat drei Phasen mit, so gesehen, drei Phasen in jeder Phase. Und die werden halt immer schwerer. Mal sehen. Die erste ist jetzt überhaupt kein Problem. Weil man da einfach nur über die Kugel springen muss und die eine ihm reinstopfen muss. Aber gleich machen die Kugeln halt ein bisschen was anderes noch. Da ist er tot. Oder doch nicht. Und man hat halt immer hier noch so ein Fass. Sicherheitsfass eine Weile. Nach jeder Phase. Das ist ziemlich... vielleicht bin zu viel. Komm. Wieso blinkt sie schon? Das ist total verwirrend, dass die Kugel dann blinkt. Man weiß, die geht gleich weg. Trotzdem ist das verwirrend. Und denkt man, die ist gar nicht da. Wieso kann ich sie anfassen? Oh, das ist nicht so leicht. Hätte ich jetzt Diddy, könnte ich einfach nur ducken. Aber Dixie kann das nicht, deswegen muss ich hier drüber springen. Beim nächsten Mal, wenn ich nochmal sterben sollte, nehme ich Diddy hier vorne. Dann ist das echt ein bisschen leichter. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach, jetzt kommt das. Ja, der kann die Physik der Kugeln beeinflussen, sehr stark. Konnte das eine Krokodil auch schon in dem einen Level. Wo die ganz langsam geflogen ist. Aber das ist halt so, wenn man Doktor ist. Das ist er ja dann im dritten Teil. Ist er jetzt bestimmt auch schon, aber er dachte, jetzt will ich erstmal Pirat sein. Im Moment gefällt mir das besser. Bis er einmal besiegt wurde von den Kongs und dann denkt er sich schon, okay, ist doch nicht so gut. Immer die Augen rausquellen. Oh, Giftgas, das ist die letzte Phase schon. Wow, schaffe ich das echt auf Anhieb? Das wäre heftig. Oh, da ist er unsichtbar. Und nochmal. Ich bin überrascht, wie gut ich hier durchkomme. Wenn ich das jetzt echt ohne Safe-Set alles schaffe, dann muss ich mich echt schämen für mein erstes Let's Play. Da habe ich, glaube ich, hier ab und zu mal Safe-Set gesetzt in einer Phase. Aber da hatte ich auch, glaube ich, gar keine Geduld. Brauche ich die aber auch nicht, denn ich schaffe es ja auf Anhieb. Bin echt erstaunt. Naja, hören wir auf damit. Boah, ist die schnell. Ich glaube einfach, ich bin inzwischen besser geworden im Spielen, während ich rede. Beziehungsweise umgekehrt. Eigentlich geht es ja ums Spiel, ne? Je nachdem, sehen ja alle anders. Oh, er saugt die, habe ich vergessen. Erstmal stehen bleiben, sonst ist das nicht so klug. Erstmal gucken, wo er auftaucht. Komm, letzte Kugel ist das schon, glaube ich. Boah, wie geil, ich muss nur noch drüber springen. Oh, das war knapp. Hat gereicht. Und er ist tot. Wahnsinn. Und da ist Donkey ganz wütend. Und erledigt ihn uns, für uns den Bösewicht. Wir hätten ihn nie besiegt, aber Donkey schafft das. Mit Hilfe von ein paar Fischen jetzt. Aber der überlebt ja trotzdem. So, 59 Kremmenzen für die verlorene Welt habe ich jetzt. Da fehlen nur noch 11 und 5. 16. Ich wusste, dass ich das schaffen würde. Kein Wunder, dass noch den Trolltipps. Ich habe zwar keinen Tipp von dir geholt, aber okay. Wie du willst. Ein Tipp schreibt mit 2p. Also Rechtschreibung, ja, ja. Ihr habt meinen Enkel gerettet und diesen K.O. besiegt. Nicht schlecht für Anfänger. Ehrlich, nicht schlecht. Ich wollte die Stimme nachmachen. Naja, muss man sich auch immer merken.
Hätte ich spielen dürfen, wäre Keiru nie wieder auf die Idee gekommen, uns das Leben schwer zu machen. Ich kann auch nicht weiterdrücken, um zu warten. Ich hätte sicher alle Kremlinsen gefunden und die verlorene Welt komplett gespielt, aber ihr wart für das erste Mal auch nicht schlecht. Ich habe die verlorene Welt ja noch nicht mal angerührt, also bitte. Wie viele meiner TK-Münzen habt ihr denn gefunden? Ich hätte sie selbstverständlich alle gefunden. Ich habe immerhin mehr als die Hälfte. Und den Rest hole ich mir jetzt, wie gesagt, direkt im Anschluss an dieses Video. Also im Video selbst sogar noch. Also schauen wir, was ihr zustande gebracht habt. Dritter Platz. Ein Augenblick Ruhe, bitte. Wir werden jetzt sehen, wie ihr abgeschnitten habt. Ich bin schon gespannt, wie viele meine Liga. Hast du schon mal gesagt? Auf dem dritten Platz ist normalerweise Link mit dem Schwert. Das ist, ich glaube, ein Schwert war. Das ist richtig cool. Gerade noch aufs Podest gestiegen. Das hätte ich auch noch geschafft. Das nächste Mal wird es bestimmt besser. Ich mache den Meister. Was sagt er? Hätte ich auch noch geschafft. Jetzt sagt doch mal, er wäre sowieso der Allerbeste. Also, jetzt macht er sich selber runter. Wenn ihr euch anschaut, dann eher Knopf drücken auf der Karte, dann sieht man das auch. Können wir gleich mal ausprobieren. Nun geht und lasst einem alten Mann seine Ruhe. Vielleicht könnt ihr noch ein paar Münzen finden. Ja, die hole ich jetzt. Zumindest für die verlorene Welt. In ihr selbst gibt es, glaube ich, auch noch die K-Münzen. Cast of Characters. Lazy Land Lovers. Ja, das ist halt Englisch. Das ist so im Abspann einfach eingebrannt. Auch wenn man auf Deutsch stellt. Kann man nichts machen. Klick, klack. Ja, das war dieser neue Schwanz. Also was sollen diese Namen manchmal dann in Quizzen auch noch abgefragt werden? Wo soll man das wissen? Naja. Sehen wir uns den Abspann an. Wer will, kann jetzt auch ein bisschen vorspulen, denn hier passiert ja eh nichts Aufregendes sonst, wenn man den Abspann schon kennt. Höchstens, ich sage irgendwas Spektakuläres, aber das ist nicht zu erwarten. Und gleich kommt dann, wie gesagt, diese Beschleunigung. Beschleunigung, wie ich die Sachen hole, die noch fehlen. Es sind nicht so viele. Und dann kommen nur noch 5 oder 4. Es müssten 5 Level sein in der verlorenen Welt. Ja, es sind 5. Screech. Supermarch. Flott Sam. Sam, da ist Sam. Ha, ich mochte den nicht. Pff. Toll. Richtig toll ist das. Shuri. Wieder halt das Öl ausgekippt ist. Was ist das für ein Dschungel? Huftub. Cooler Name. Der müsste sich mal nochmal aufblasen und selbst zerstören. Lockjaw. Snapchow. Sein pinker Bruder, sein lilaner, rosa, ne? Wie auch immer. Kremlin Crossroads. Glomp. Der Krüppel. Wo ist dein Holzauge, hä? Klinger. Auf der Stelle nach oben. Genau. Geboing. Zwei Holzbeine. Es wird immer schlimmer. Der nächste hat dann noch so einen Holzarm wahrscheinlich. Glampong. Auf jeden Fall bisher, ich bin sehr zufrieden, wie ich durchgekommen bin. Klobber. Coole Ohren. Hört wahrscheinlich schwer. Krug. Oder ja doch, würde ich sagen. Bin sehr gut durchgekommen, jetzt kommt noch die verlorene Welt, nachdem ich die Sachen eingesammelt habe und dann sind wir schon durch. Dann kann ich weiter mit Descent machen und komm an, Konga wenn er geht, irgendwann GTA 2 irgendwann, ne? Wenn ich mal Lust habe. Ich wollte halt mal irgendwie sowas nebenbei jetzt noch machen, was Kleines, was man schnell mal wegspielen kann. Ich habe immer so große Sachen, die oft ganz schön aufwendig sind und schwer sind, weil ich immer am schwierigsten, der schwierigsten Stufe spiele. Das muss ja eigentlich auch nicht sein. Nicht immer. Aber ab und zu bei so Dingern macht es halt dann doch Spaß. Wenn man dann halt so Sachen hier nebenbei reinschiebt, dann kann man damit leben. Gackle. Cooler Name. Klubber. Klubbers Kiosk. Der kommt jetzt aber noch gleich. Im nächsten Video dann. Barnacled Bosses. Crow. Und der kommt zweimal eigentlich, der Crow, aber den Geist, den haben sie einmal weggelassen. Das werdet ihr gleich sehen. Also, jedenfalls werdet ihr es nicht sehen, weil er nicht kommt. Katke. Aber sonst sind die alle da. King Tsing, da sieht man, es ist keine Königin. Auch wenn er, glaube ich, vielleicht irgendwo Queen stand, keine Ahnung. Captain K. Rool. Vielleicht auch nur ein Übersetzungsfehler wahrscheinlich.
wie immer, egal. Animal Buddies, Rumby, der Beste von allen. Returns auch wieder dabei. Und wehe, in Tropical Freeze ist er nicht dabei, wenn ich es irgendwann mal spiele. Dann reg ich mich aber auf. Redley. Der Frosch war besser. Squitter, nicht Spider. Wieder auch auf dem Fass links Diddy abgebildet ist. Donkey ist auch der Held. Oh, ich hasse ihn. Dummer Seehund. Ich bin nicht so ein Freund von Seehunden irgendwie. Squawks. Glimmer. In einem einzigen Level vorgekommen. Sehr wichtig. Kong Clan. Swinky. Mit seiner Gamerjacke und seinen Goldzahn. Funky. Also, ja. Kann in der Luft surfen, wie immer. Und die alte Oma. Da habe ich eine ganze Münze gegeben für einmal speichern am Ende. Das war es ja gratis beim ersten Mal. Und ich habe ja nur einmal gespeichert dann. Wenn überhaupt. Ranky mit zwei Stöcken inzwischen. Im ersten Teil sah er trotzdem cooler aus. Und Donkey immer noch gefesselt, obwohl er eigentlich befreit ist. Komisch. Jetzt würde ich gerne mit dem spielen, die verlorene Welt. Und Dixie. Und der neue Hauptheld. Quasi. Diddy. Der sich im nächsten Teil dann auch gefangen nehmen lässt mit Donkey zusammen. Das ist der Auftritt für Dixie dann. Und dem neuen Kitty. Ja, ja. Chefprogrammierung Kiefer Sutherland. Der war auch schon im ersten Teil. Im dritten, glaube ich, auch. Chefprogrammierung Assistenz M. Wilson. Technische Programmierung Began. Began. Programmierung T. Atwood. Ich frage mich ja manchmal, ob die wirklich existieren, die Leute, oder ob das nur so ein Witz ist, manchmal. Bei manchen Sachen. Figurenanimation, S-Mails, objektive Figuren, Hintergründe, M. Stevenson, nochmal Hintergründe, C. Gage, G. Nash, A. Smith, grafische Gestaltung, C. Pyle, noch kein Pyle, ist C. Geil, weitere grafische Gestaltung, S. Hurst, was für eine Wurst, Musik, Soundeffekte, Devise, das ist die Devise, Audioprogrammierung, Pivatis, Monitoring, aha, Harvard, Harvard, der war in Harvard, G. Richards, P. Wiefer, J. Hasty, G. Charles Wars, was für ein Name, G. Hot, Robin Hood, Nintendo Produkttest, N. Kelbrough, Richardson, Williams, Bechtel, auch noch ein Deutscher, wow, E. Wars, R. Johnson, C. Needham, Anleitung, die Außen, Nintendo Power, Geschichte, Love Day, geiler Name, bei der geilen Geschichte. Besonderen Dank an Mr. Yamauchi, Mr. Arakawa, M. Fukuda, Mr. Lincoln, S. Damper, S. Farmer, J. Hofberg, S. Yamashiro, H. Yamada, ja, manche kennt ihr aus New Super Mario Bros. Wie? Dann habe ich da jemand Ashley Mäuse, Chantel, kann es sein, die sind noch von Rare und nicht von Nintendo hauptsächlich. Software-Systeme, Rare, Nintendo, ACM2, Silicon Graphics, Hardware, Rare Systems, Silicon Graphics, Original Donkey Kong Creation, S. Miyamoto, den kenne ich doch irgendwo her. Spiele Design Assistance, A Collard, Spiele Design Production, Gmail, den hatten wir schon mal erwischt. T-Stamper hatten wir auch in der Regie. Production Rare stand bestimmt auch schon mal irgendwo. Thrash Approved Cuff. Presentation Nintendo. The End. Schön. Da bin ich sehr froh drüber. Jetzt kann ich mir den ganzen anderen Kram holen. Gucken wir mal, wie viel Prozent wir haben, ob wir wirklich 73 haben, wie erwartet. Yep, dann steht sie da auf Englisch, super, ich hab's eigentlich auf Deutsch. Bin noch nie Game Over gegangen, aber ist ja klar. Die 17 DK Münzen und 16 Gram Coins werden wir uns jetzt holen. Beginnend von unten, oder?
Nee, von oben. Ich gehe von oben nach unten. Nee, ich gehe von unten nach oben. Basta. Die erste Welt habe ich immerhin als einziges komplett abgeschlossen. Das ist schön leicht gewesen. Hier geht es weiter mit dem Schnelldurchlauf. Viel Spaß damit. Und ich sag schon mal Tschüss. Bis zum finalen Endvideo mit der verlorenen Welt. Wenn ich die fehlenden Sachen jetzt eingesammelt habe. Viel Spaß.